Willkommen zurück bei Let's Play Okami Den. Wir waren gerade mitten in einer Sequenz in Gens Haus mit Issun und wir machen jetzt mal weiter. Das hat er gefunden. Oh my word! It's another contraption of dubious nature. I must build it before I do anything else. Was? Der ist echt irgendwie... Das ist echt ein Freak. I guess that means we should get going, boy. In die Vergangenheit. You're going into the past? No doubt. Someone's gotta put that Akura in his place. You're right. I'll go with you. Zu dritt? Sorry, negative on that one. You gotta stay here and get good at using your Miko powers. Ah, sie kommt doch nicht mit. You can't... Listen, what happens if we all go back and he wipes us all out? Do this alone. Besides, I'm used to traveling, and time traveling's no different. Na gut, für ihn wahrscheinlich nicht, weil er selbst da noch nicht in dieser Zeit war. And suppose, just suppose, he does get the drop on me. Then someone else is gonna have to take him down, right? Ja. I don't agree with you, but I understand. So this isn't goodbye. You're coming back, got it? Ja. Die beiden geben irgendwie ein nettes Team ab. You got it. Which is good, because I suck at goodbyes. Oh, die beiden sind irgendwie süß zusammen. Ah, and that reminds me... I know you're a hot lady scholar, but I never got your name. Das ist mir auch mal aufgefallen. Care to tell me before I hop back in time? No, I don't think I care to. Was? Why not? Did you forget already? You still owe me a date, Kuro. Oh. I'll tell you my name when we have our date. But that means you have to return to us safe and sound. Okay, you can count on it. Kuro, Kago passt doch viel besser zu dir, oder? Pooch, you be careful now, you hear? Ich reg mich über die Namen schon gar nicht mehr auf. I know you're better than this stupid demon. Gut, wir reisen in der Zeit zurück. Ja! Mal sehen, wem wir alles begegnen. Oh, ich will Waka begegnen und Emmy und... Kuni? Matt. I see you getting along well without me. Don't worry, I'm still hanging in there. Vorrein. But boy, I hope I can make my way back to you soon. I need my number one partner by my side again. Matt. Oh, Kuni. Wo ist der nur? Was macht er denn die ganze Zeit? Das würde mich jetzt echt mal brennend interessieren. Okay, wir kommen jetzt raus und wir sind... in der Luft. Dude! Oh, ja! Wir fallen! Platsch, platsch. Oh, weia. Help, SOS, anyone! Verrettet uns jetzt. I can't swim! Das ist schlecht! Los, wer kommt jetzt? Bitte. Ein Schiff. Damit kann ich auch leben. Ist das das Piraten? Nee, das ist nicht das Piratenschiff. Das ist irgendein anderes Schiff. Denke ich. Okay. Und wir liegen da auf Deck. You two fellas, okay? Where are we?
You be on the deck of my ship, the guy Gario. Never heard of it. Naja, du kommst doch aus der Zukunft. Was du ihnen nicht unter die Nase binden solltest, nur mal so. We be a merchant ship transporting passengers and goods to Saiyan City. Oh, right. Well, thanks for the save, dude. No need to thank me. I'm the captain of this here vessel. And I'll save any wee one I find in the ocean between here and the faraway lands. So, what a couple of landlubbers like you doing in the drink? Dude, you don't want to even know. But you could help me. Have you heard of someone called Akuro? Akuro. Akuro. Doesn't ring a bell. Sounds like someone important. I should know a Pooh Bell like that. Ich frag mich. Anyone, if you're looking for this guy, I've got passengers from all over the world here. Someone on this floating pile of wood should know who Akuro is. Okay. Thanks, Captain. I see what everyone knows. Ready, boy? We need to pick up Akuro's trail. ASAP. ASAP? Okay, wie auch immer. Wir sind jetzt in der Vergangenheit auf einem Schiff. Der weiß ich nicht. Ich habe den Namen vergessen, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ich habe mich gerade gefragt, ob das... The Gario. 9 months ago. Ich habe mich gerade gefragt, ob das vielleicht das Schiff ist, das untergegangen ist. Da haben ja alle an dieser Küste immer von geredet, dass ein Schiff untergegangen ist. Ob es das vielleicht war? Wenn ja, hatten wir damit was zu tun? Ich bin gespannt. Okay, da ist ein Speicherpunkt. Kann man da rein? Nee. Okay, dann gehe ich... Ich gehe da jetzt noch nicht sofort hier in diese einzelnen Teile rein, sondern schaue mich erstmal genau um. Also da ist ein Eingang, hier ist ein Eingang. Okay, ich will aber auch noch nach Schatztruhen suchen. Das wäre nämlich ungünstig, wenn ich irgendwie ein Masterpiece oder sonst was in der Vergangenheit vergessen würde. Schätze ich. Hello there. Care to see my wares? Yes, zeig mal her. Ich habe aber nichts zu verkaufen, oder? Nee. Nicht sell, bye. Holy Bone, habe ich noch genug? Habe ich auch noch genug? Mehr brauche ich jetzt auch gerade erstmal nicht. Ich wollte nur gucken, ob ich noch genug Tintenvorräte und sowas habe. Na komm. Masterpiece Part 4 obtained. A piece of one of Isun's Masterpieces. Und zwar welches davon? Ich hoffe das 6. Das müsste nämlich jetzt das nächste sein. Oh nö. Ach komm. Das ist doch echt... Oh Mann, oh. Und ich hatte mich gerade so gefreut, dass wir endlich irgendwie wieder alles zusammen hatten, ey. Okay. Tja, so ist das dann wohl. Dann gehe ich jetzt mal als erstes hier rein. Und schau mal, was hier so auf uns wartet. Und welche Leute. Not a bad place for catching a few wings. It must be great having the sound of the waves soothe you to sleep. The seas have been restive of late. The sea dragon's even gone bonkers. I've serious doubt about the safety of this ship. That's why I prefer flying. Das kann ich mir vorstellen. Und irgendwie dieser Mann. Kommt euch der nicht auch verdächtig bekannt vor? Ist das nicht dieser Kerl, der an der Küste war und der sagte, er wäre irgendwie der einzige Überlebende eines Schiffunglücks? Das war nämlich in Okami auch so. Es gibt einen Wasserdrachen. Der ist völlig abgedreht, ey. Also echt völlig abgedreht. Ja, vielleicht hat der das Schiff irgendwie auch noch zerstört. Ich weiß das aber... Weiß ich nicht.
Auf jeden Fall, kann man da runter? Dude, there's no handle to open the door. Guess we'll have to try the other side. Okay. Das sieht unten irgendwie aus wie so ein Lagerraum. Für meine Augen wenigstens. Ich frage mich, geht das jetzt runter, wenn ich so mache? Ach, tut es. Interessant. Ich glaube, ich hätte zwar auch runterspringen können, aber... Ist das Dr. Bluebeard? Also der von 9 Monaten? Nee. Sah nur so aus. Hello there, I got something I wanna ask you. A task? What kind of task? Ask. No, no, no. Not a task, I just wanna ask you something. Can you hear me? I've got a question for you. Oh, there hasn't been an inquisition in Binparts. That's not what I said, dude. Does the name Akuru mean anything to you? What? Did you Dutch just say Akuru? Yes, you know him? Jetzt sag nicht nein. Nope, haven't the Fodges. Oh! Geez, just forget it. I'll find someone who isn't hard of hearing. Hold on, Sonny. I heard a tale or two in my travels you might like. They say you should touch the knowing javel if you don't want to be a fool. Whatever you need to know can be learned from that javel. And where would I find this knowing javel? It's a crystal at the bottom of the ocean. The bottom of the ocean? The ocean is like a mother to everything that exists, and everything she's been or experienced has been crystallized. Legends say that whoever touches the javel will be blessed with knowledge. Whoa, sweet deal. So all I got to do is touch a shiny javel. I doubt I'll give up any clues on Kakudo. But anything's worth a try, I suppose. You can find the javel at the Sage Shrine, a very peculiar place, I say. Ask the captain, he knows the way. Okay. Thanks, dude. And here I thought you weren't gonna be any help. Anscheinend war uns doch zu nutzen. Also wir... mein Hals. Okay, boy. You heard the man. We need the knowing javel. Time to see what the captain knows. So wie's... Okay, boy. You heard the man. We need to the knowing javel. Time to see what the captain knows. Ah, oh, wir können hier nicht zurück, na toll. Okay. Ich hoffe, das geht jetzt hoch. Wahrscheinlich hätte ich es ja andersrum machen müssen. Nee, doch nicht. Oh. Hals, ey. Auf jeden Fall, der ein Raum war da noch, da gehe ich gleich noch eben rein. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Ich weiß aber nicht mehr was. Was soll's. Immer werde ich hier abgelenkt. Genau, also auf jeden Fall müssen wir jetzt dieses wissende Juwel suchen im Sage-Schrein. Also das müsste Eremitenschrein oder so heißen. S-A-G-E, das Wort, das Sage, das heißt eigentlich Eremit, glaube ich. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. So, aber vorher gehen wir noch eben hier rein. Einfach nur, um uns einmal kurz umzusehen. Oh, this is where they control the ruder. Think they'll get mad if I touch it? Mit Sicherheit. Okay, wir sind hier anscheinend in der Kajüte des Captains. Mit dem werden wir übrigens nächsten Part mal sprechen. Bis dahin, adios!